Luftwelt. Okay, das ist Musik. Ich weiß gar nicht, warum. Ist das Mario Party Musik? Es ist Mario Party Musik. So. Mario Party ist nicht gerade immer meine Stärke in Sachen Wiedererkennen. Bedenkt, ich bin ohne eine Nintendo 64 groß geworden. Das heißt, da habe ich echt die Lücke. Deswegen kein Donkey Kong 64 gespielt. Kein, ne, ihr wisst schon. Paper Mario habe ich schon. Ein paar Sachen habe ich ja nachgeholt durch Virtual Console später. Aber meine erste Heimkonsole war Super Nintendo. Dann war es PlayStation 1 und dann GameCube, Wii, Wii U und so weiter, ne? Und danach war es auch mittlerweile keine Kindheit mehr. Irgendwann war ich auch groß. Aber ihr merkt, da wo eigentlich der Nintendo 64 hingehört, war es bei mir eine PlayStation 1. Ich hatte halt nie eine N64 dann. Jetzt besitze ich mittlerweile eine, aber sie ist kaputt. Leute. Hm. Die Musik kenne ich. Deswegen. Also ich glaube, es ist Mario Party Musik. Aber, ne, ich bin mich immer zu 100% sicher. Aber, wie gesagt, weil ich damit sagen wollte, die Mario Party N64-Spiele habe ich nicht so intensiv gespielt. Ich glaube, das Einzige, was ich mal ein bisschen mehr gespielt habe als andere, war, wenn, dann Mario Party 2. Und auch nur eigentlich, weil es das auch auf der Dings-Konsole gibt. Okay, nee, das hat nicht funktioniert. Wie komme ich denn da runter? Auf der Wii Virtual Console ist irgendwann das gab. Achso, einfach hinspringen. Tja, wer hätte gedacht, dass es vielleicht ist. Aber frag mich irgendwas zu Mario Party 4, 5 oder 6. Ich kann euch ein ganzes wandelndes Lexikon zu diesem Spiel sein. Aber die N64-Teile... Okay, sagen wir 4 und 6. 5 hatte ich nicht so lange und 7 habe ich auch nie gespielt. Und das kam auch für GameCube raus. Aber die N64-Teile, keine Ahnung, Mann. Ja, im zweiten Teil hat man coole Kostüme. Mario Party 1, ja, da macht man sich die Hände und den Controller kaputt. aber mehr kann ich nicht sagen zu den Spielen, glaube ich. Also jetzt so im richtigen Detail vielleicht. Klar kenne ich einige Minispiele. Und die haben ja auch ein paar remade, aber das habe ich auch schon gar nicht gespielt. Okay, sehr cooler Mario Party Rant. Jetzt gehen wir hier hoch. Silver Sky. Das Level ist Silver Sky, aber so Silver sieht der gar nicht aus. Oder sind es diese ganzen Steine hier, diese ganzen Stacheldinger, die das so silver machen? Kann ich auf den überhaupt spin jumpen? Nö, aber jetzt kann ich hier hoch. Haha. Was habe ich davon? Gar nichts, aber ich habe es trotzdem gemacht. Tja, ich habe sehr gehofft, dass er Boden wäre. Ist es aber nicht. Dann gehen wir hier hin, okay. Ist hier ein neuer Raum? Okay, das erklärt auch, warum es dann nicht weiterging. So. Oh, ein Autoscroller. Das gibt's doch nicht. Na gut. Müssen wir wohl akzeptieren. Aber sehr cool gemacht mit den Wolken, die ja so auch nach links ziehen. Aber ich habe trotzdem immer das Bedürfnis, oben lang zu gehen. Ja, das habe ich wohl davon. Nee, es... lassen wir das. Moment. Na, okay. Es tut mir leid. Ich will doch nicht mehr oben lang. Wie weit muss ich jetzt den Preis dafür zahlen? So, lass mich bitte wieder zurück. Aber ich kann hier durch, ne? Ja. Ich kann da vorbei. Sehr cool. Ja, ich habe echt irgendwie das Bedürfnis, stattdessen oben über die Dächer zu hüpfen. Einfach, weil es sich so halbwegs anbietet. Aber ihr seht ja, man zahlt einen hohen Preis dafür. Aber die Verlockung ist da. Auch hier wieder einfach hochzuspringen. Aber nein, komm, wir machen es einfach, wie es hier vorgesehen ist. Bringt mir auch wahrscheinlich dann weniger Schwierigkeiten ein, aber ich finde es cool, dass immer ein Tough ist, dass man das auch so machen könnte eigentlich, oben lang zu gehen. An manchen Stellen jedenfalls. Noch ein neuer Raum, okay. Bitte nicht noch ein Autoscroller. Als hätte ich es herbeschworen, okay.
Na gut, aber der geht ein bisschen, oder? Geht der schneller als... Ne, geht überhaupt nicht schneller. Ich habe mir das nur eingebildet. Du hast mich überlistet, Ninja. Das muss ich ja lassen. Okay, eigentlich auch gar nicht so schwer, das Level. Ich mache nur sehr viel Blödsinn hier. Das bringt mich hier die ganze Zeit zum Sterben. Gibt es hier überhaupt Yoshi-Coins? Also ich habe hier keine gesehen. Ich habe jetzt auch gar nicht so auf der Map drauf geachtet, ob das da stand. Aber wenn es hier keine gibt, dann ist das auch okay. Bin ich... Habe ich keine Probleme mit. Aber... okay. Ich sag ja, ich mache einfach nur irgendwelchen Blödsinn. Die Sache ist ja, Mario läuft hier automatisch die Treppen runter. Wenn man hier steht, geht er automatisch den Weg. Na, er macht hier so und dann... Weil es halt so Treppen runter geht. Das kann ich natürlich vermeiden, indem ich in die Gegenrichtung drücke oder springe. Aber wenn ich nichts drücke, keinen Input mache, dann geht Mario die Treppen runter. Und dann lasse ich es einfach zu, dass er in den Ninja reinläuft und denke mir dann, ich bin ja tot. Wie kann das noch passieren? Ja, wie denn wohl? Oh, okay, ich bin weggerutscht, statt zu sterben. Das ist nett. So, sorry für wieder einen Krankenwagen. Das ist furchtbar. Den ganzen Tag nichts. Drück einmal auf den Aufnahmeknopf und auf einmal ist die halbe Welt hier am Abkacken. Wer auch immer da gerade mitgenommen, ich weiß ja gar nicht, ob ihr es hört, ich glaube aber oft hört man die Krankenwagen. Wer auch immer sich gerade mitnehmen lässt, hat kein bisschen Rücksicht darauf, dass ich hier versuche, ein Video für euch aufzunehmen, okay? Okay, war ein cooles Level, grafisch hat mir sehr gefallen. Ja, das mit den Autoscroller war ein bisschen langweilig, weil es war jetzt auch nicht so viel Pep in dem Autoscroller drin. Aber gleichzeitig war es auch nicht wirklich schwer, denn, also war in Ordnung. Okay. Auf das Level bin ich gespannt. Ist es Stevie? Er hat auch ein Level gemacht. Stevie ist, nochmal zur Erinnerung, der Kerl, der das hier alles am Ende zusammengestellt hat. Und ich glaube auch Teil... Ich weiß gar nicht, wie viel er gemacht hat von dem Spiel am Ende. Ein Level zusammen gesammelt. Ja, wie viel Overworld er selber gemacht hat. Hier, ich glaube, er hat einen großen Teil gemacht. Und auch er hat an dem Contest teilgenommen. Also, Shoutout an dein Level. Boah, das ist das hässlichste Level, das ich hier... Okay, war nur ein Spaß. Gehen wir unvoreingenommen rein. Aber das Lied habe ich auch schon gehört im Mario Hex. Okay. Ich hoffe, die Plattform haut nicht ab. Die Plattform ist weg, oder? Ah, ne. Sie ist hier. Okay. Was sind das für Gegner? Soll es Octoroks sein? Oh, ich glaube, ich verstehe es. Zelda Octoroks. Okay, das ist Mr. Hässlich. Keine Line Guide. Go back und drück den Switch auf On. Okay. Fischkopf. Ist das ein Aufzug? Vielleicht sind das überhaupt keine Octoroks. Das sind gar keine Octoroks. Es sind einfach irgendwelche. Die haben einfach nur Hüte an oder so, die Bomben oder was auch immer. Ich habe da, glaube ich, zu viel reininterpretiert. Gehen wir hier runter und sterben. Also. Mann. Warum bist du wieder hier? Ich muss dich spinjumpen, damit du es weg bist, oder? Also muss ich jetzt zurück und den nochmal drücken oder was? Doch, das ist doch ein Octorok. Moment. Ich muss zurücknehmen, dass ich zurückgenommen habe. Also nochmal on. Okay. Jetzt aber, oder? Warte mal, geht's ja nicht weiter mehr? Hä? Warum ist das jetzt so? Drück den Switch auf On, damit die Linie hier kommt. Ja, das hatte ich ja gemacht. Hat mich trotzdem nicht weitergebracht. Lügt das? Oder muss ich einfach hier unten weiter? Nein. Ich hab's auf On gedrückt. Guck mal, ich hab's off gemacht und dann... Okay, nicht so schnell. Off. Und jetzt... Ach, wieder On. Moment. Und dann wieder on und dann schnell hier hoch und dann hier. Okay, wenn hier keine Linie ist, geht zurück und drückt den Switchblock auf on. Aber er ist on. Das ist hier falsch. Dann mache ich ihn wie vor mir jetzt wieder off. Wir müssen das Level eben schon gleich nochmal neu starten, wegen der Zeit allein schon. Okay, jetzt ist er wieder off. So wie am Anfang, okay? Jetzt gehen wir hier hoch. Das Ding ist jetzt da, so wie ich es mir erwünscht habe. Da kann ich nichts machen. Oh, ich hätte hier die ganze reingemusst. Wieso schreibst du dann rein? On!
Der hätte auf off sein müssen. Das war schon richtig, weil ich am Anfang gemacht habe. Das war schnell. Gut. Jetzt sind wir wieder... Nee, nicht wieder hier. Hier waren wir noch gar nicht. Oh, okay. Ich glaube, hier bin ich auch eben runtergesprungen, aber da waren die... war die Plattform noch gar nicht da. Und jetzt können wir hier weiter. Okay. Ich hoffe, jetzt kriege ich echt nicht so Zeitprobleme, weil ich am Anfang hier so rumgepimmelt habe. Was schießt denn hier? Hey, die Türme schießen auf mich. Sind da irgendwelche Chucks drin? Ah ja, er schießt natürlich auch nach rechts, wenn ich rechts stehe. Okay, echt ein cooler Turm. Aufzug nach oben. Bisschen oben. Octo-Shock. Ich weiß auch nicht, von wo die Musik sein soll. Ich habe sie in Mario Hex gehört, ja. Aber, keine Ahnung. Jetzt gehst du da hin. Okay, gut. Und hier wird es immer schnell, dann wieder langsam. Und dann geht es hier runter und dann wieder rauf. Und dann... Oh, pff, okay. Hab mich völlig verarschen lassen. Hätte ich nochmal drücken müssen? Ja, hätte ich. Rewind. Ich bin einfach... Ich bin unaufmerksam. Das ist mein Problem. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Muss ich nochmal drücken? Jetzt nochmal drücken, ja? Ich mach das einfach mal. Sieht gut aus. Checkpoint. Freut mich. Ich bring mich mal hier oben und fang nochmal an, weil ich will nicht irgendwann noch weiterkommen und dann kurz am Ende merken, ich habe zu wenig Zeit. Ich habe einfach am Anfang vom Level zu viel Zeit verschwendet. Deswegen hier einmal draußen rein und haben schon wieder 500 Mario-Sekunden. Und dann brauche ich mir keine Sorgen, um Zeit zu machen. Weil eben, das war schon ein wenig knapp. Und ich weiß ja nicht, wie lang das Level hier noch wird. Aber ich nehme mal an, da kommt noch einiges hier auf uns. Okay, das sind das umgespritete Footballs, aber als Mancher, aber auch irgendwie nicht, weil sie nicht hüpfen. Keine Ahnung, also nicht hochhüpfen. Ich weiß es gar nicht, was da für eine schwarze Magie dahinter steckt, damit die sich so benehmen. Ich habe jetzt nicht das Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, wie ich den hätte kriegen können. Egal. Weg hier. Wieso habt ihr solche Köpfe? Also Iggy-Köpfe oder welcher Koopaling auch immer das ist? Ich weiß es nicht mehr, aber mega komisch. Survive. Okay, das ist das Ziel, aber ich glaube, da müssen wir noch einiges machen. Wir müssen erstmal diese ganze Welle hier überleben einfach. Ist jetzt kein Problem, aber ich wette, der schlimme Teil kommt noch. Eigentlich muss ich ja nur den unteren ausweichen. Ich muss nur kleine Sprünge machen. War's das? Okay. Ich lag falsch. So viel kam gar nicht mehr nach dem Checkpoint. Okay, das war Curseless Survive. War ein cooles Level. Man muss halt ein bisschen mitdenken, damit das hier auch was wird. Aber das mit dem On-Switch am Anfang, ich weiß nicht, ob das ein Fehler war. Ob da eigentlich hätte stehen müssen, der muss off sein, weil wenn er off ist, geht's weiter. Wenn er on ist, dann geht's nicht weiter. Naja, nicht schlimm. War auf jeden Fall cool, das Level. Jetzt gucke ich nur, wo will ich denn als nächstes hin? Am besten unten. Und hier weiter. Cloudy Lake von Debug 001.